Nach den Prophezeiungen soll das Bevorstehen der Aufklärung des Gewissens, auch als Warnung bekannt, ein außergewöhnliches Erlebnis sein, währenddessen Gott jedem Menschen auf Erden ein Fenster zum tiefen Verständnis seines Seelenzustands öffnen wird. Ausgenommen sind hier nur kleine Kinder. An diesem besonderen Tag erhalten die Menschen auch die Möglichkeit, einen Blick auf ihre ewige Bestimmung zu werfen, besonders wenn sie gerade an diesem Tag sterben würden. Die Aufklärung des Gewissens beschränkt sich nicht nur auf das Wissen, sondern soll ein tiefes spirituelles Erlebnis bringen. Durch diese Handlung möchte Gott seine unendliche Barmherzigkeit zeigen. Prophezeiungen deuten darauf hin, dass in diesem außergewöhnlichen Moment Gott uns von seiner realen Existenz und seinem brennenden Wunsch nach unserer Erlösung überzeugen wird. Es wird der Moment sein, in dem Gottes Barmherzigkeit uns besonders nahe kommt und die Wahrheit über die spirituelle Dimension unserer Existenz enthüllt. Die Warnung soll auch dazu dienen, an die Notwendigkeit der Umkehr und die Sorge um das Heil der Seele zu erinnern. Wir werden die Gelegenheit haben, unser Leben zu bewerten, über unsere Taten nachzudenken und zu verstehen, welche Konsequenzen unser Handeln mit sich bringt. Dieses besondere Ereignis soll uns zu tiefer Reflexion und zur bewussten Entscheidung für geistige Wiedergeburt anregen. Gemäß verschiedenen Quellen wird der kommenden Aufklärung des Gewissens ein bedeutendes Ereignis vorausgehen, das Erscheinen des Kreuzes am Himmel, das für die gesamte Menschheit sichtbar sein wird. Dieses mystische Symbol soll nicht nur ein Zeichen, sondern auch eine Botschaft über das bevorstehende Handeln der göttlichen Barmherzigkeit sein. Über dieses Ereignis wurden wir unter anderem durch die heilige Faustyna Kowalska informiert. Jesus offenbarte, dass vor seinem Kommen als gerechter Richter, er zuerst als König der Barmherzigkeit kommen wird. Die prophetische Vision besagt, dass bevor der Tag der Gerechtigkeit kommt, den Menschen ein deutliches Zeichen am Himmel gegeben wird. In diesem Zusammenhang beschreibt Jesus, dass alle Lichter am Firmament erlöschen werden und eine große Dunkelheit die ganze Erde überziehen wird. Jedoch wird in dieser Zeit ein Kreuzzeichen am Himmel erscheinen, Licht ausstrahlend aus den Löchern, wo die Hände und Füße des durchbohrten Erlösers waren. Das Licht, das vom Kreuz ausgeht, soll die Erde erleuchten und nicht nur ein Zeichen, sondern auch die Barmherzigkeit und Gnade Gottes für die Menschheit darstellen. Diese Vision soll an die Gegenwart der Barmherzigkeit gegenüber den Sündern erinnern und eine Aufforderung zur Umkehr vor dem kommenden gerechten Gericht sein. Offenbarungen in Garabandal in Spanien, die zwischen 1961 und 1965 stattfanden, brachten ebenfalls eine Prophezeiung über die Warnung. Conchita González, die älteste der vier Seherinnen von Garabandal, enthüllte in einem Brief vom 2. Juni 1965 eine bedeutende Botschaft der Mutter Gottes. Diese Information bezog sich auf die bevorstehende Warnung, die zur Heilung der Welt dienen soll. Laut Conchitas Bericht übermittelte die Mutter Gottes ihr am 1. Januar 1965, dass die Warnung vor dem Wunder stattfinden wird. Das Ziel dieser besonderen Warnung ist es, den Prozess der Bekehrung der Menschen zu beschleunigen und ihre Beziehung zu Gott zu reparieren. Conchita beschrieb die Warnung als etwas Erschreckendes sowohl für die Guten als auch für die Bösen. Für die Ersteren wird es ein Anreiz sein, sich Gott zu nähern, während es für die Letzteren eine Warnung vor dem nahenden Ende der Zeiten und der Notwendigkeit zur Umkehr ist. In ihrem Brief betonte Conchita, dass die Warnung an sich nicht den Tod verursachen wird, aber intensive Emotionen auslösen kann, die dazu führen können, dass einige Menschen aufgrund davon sterben. Es wird ein besonderer Moment der Reflexion und Gewissensprüfung für jeden Menschen sein. Wir möchten jetzt eine bestimmte Prophezeiung vorstellen, die Botschaft von Jesus Christus, die Zulema Gomez übermittelt wurde. Diese besonderen Botschaften betreffen eingehend die Aufklärung des Gewissens,
und Jesus enthüllt im Detail die spirituellen Lehren und Prophezeiungen, die mit diesem Ereignis verbunden sind. Zulema Gomez, 1954 in El Salvador geboren, lebt seit 30 Jahren mit ihrem Ehemann Sabino Alas Gomez in Sherbrooke, Quebec, Kanada. Zulema betete 26 Jahre lang für die Bekehrung ihres Mannes Sabino, und die Umkehr kam, als sie gemeinsam eine Pilgerreise nach Medjugorje unternahmen. Ihre Familie, zusammen mit ihren beiden Kindern, bildet gemeinsam ein Zuhause voller Liebe und Einheit. Über mehrere Jahre hinweg erlebte Zulema außergewöhnliche Inspirationen, indem sie Botschaften von der Jungfrau Maria und Jesus empfing. Diese spirituellen Botschaften, die ihr auf Französisch übermittelt wurden, dienten ihr als Inspiration, die Spiritualität tiefer zu verstehen und ihre geistliche Mission zu erfüllen. In diesem besonderen Erlebnis ist Zulema nicht allein, da sie von einem spirituellen Leiter begleitet wird, der sie bei der Interpretation und dem Verständnis der übermittelten Botschaften unterstützt. Der geistliche Führer von Zulema ist eine Person von außergewöhnlichem Engagement und Fachkenntnissen in spirituellen Offenbarungen. Seine Leidenschaft und Hingabe für diese Berufung führten zur Veröffentlichung eines inspirierenden Buches, dessen Titel von Jesus selbst übermittelt wurde: Ich komme zu dir, um dich auf dieses Ereignis vorzubereiten, die Aufklärung des Gewissens. Sein tiefes Wissen und Verständnis dieser mystischen Erfahrungen machten ihn nicht nur zum spirituellen Führer von Zulema Gomez, sondern auch zu einer Autorität auf dem Gebiet der Vorbereitung der Menschen auf das kommende spirituelle Ereignis. Das von ihm geschaffene Buch wird zu einer wertvollen Quelle spiritueller Unterstützung und Führung für diejenigen, die die Aufklärung des Gewissens besser verstehen und annehmen möchten. Das Buch erhielt sogar Anerkennung vom örtlichen Bischof. Nachdem er das Werk gelesen hatte, äußerte der Bischof keine negativen Meinungen dazu, was die Bedeutung und Authentizität der in diesem inspirierenden Werk enthaltenen Botschaft unterstreicht. Diese Bestätigung durch lokale geistliche Autoritäten stellt eine wichtige Stärkung für die Botschaft des spirituellen Leiters dar und betont die Bedeutung der in dem Buch enthaltenen Botschaft. Hören wir nun einen Ausschnitt aus der Botschaft von Jesus Christus, die Zulema Gomez übermittelt hat und die aus dem Buch stammt: Ich komme zu dir, um dich auf dieses Ereignis vorzubereiten, die Aufklärung des Gewissens. Wie wird die Aufklärung des Gewissens aussehen? Es ist eine direkte Intervention Gottes, eine Reinigung, das erste Zeichen für jeden, dass eure Zeit in der aktuellen Form zu Ende geht, das heißt, bis zum Ende des Lebens in der gegenwärtigen Gestalt. Dieses Ereignis ist ein einzigartiger Moment in der Geschichte der Menschheit. Ein ohrenbetäubender Lärm wird erschallen. Und am Himmel wird ein leuchtendes Kreuz aufleuchten. Es wird sich von Osten nach Westen erstrecken, um die Nähe der Aufklärung des Gewissens anzukündigen. Sobald ihr den dunklen Himmel seht, kniet nieder mit dem Rosenkranz in der Hand und betet, 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 denn alles wird sehr schnell geschehen. Der Tag wird zur Nacht werden. Ähnlich wie in Fatima wird sich die Sonne drehen und für 3 Stunden erlöschen, der Mond wird verfinstert, und auf der ganzen Erde werden große Phänomene erscheinen. Die ganze Welt wird auf den Kopf gestellt, die Menschen werden glauben, dass das Ende der Welt gekommen ist. Die Angst wird von den begangenen Sünden aller abhängen, die größte Zerstörung wird sich in den Herzen zeigen. Jeder wird eine mystische Erfahrung haben, durch die er seinen Seelenzustand im Licht der göttlichen Gerechtigkeit sehen kann. Wenn das geschieht, wird alles stoppen, meine Kinder. Es wird wie Feuer sein, aber es wird euren Körper nicht verbrennen, jedoch werdet ihr es innerlich und äußerlich spüren. Der Heilige Geist wird als himmlischer Tau der Gnade und Feuer kommen, der die ganze Welt erneuern wird. Dann werden eure Sünden vor euch enthüllt, das Gute, das ihr vernachlässigt habt, und das Böse, das ihr getan habt.
Es wird das aufdecken, was im Dunkeln verborgen ist, die geheimen Absichten enthüllen, denn nichts wird mehr verborgen sein, nicht um euch leiden zu lassen, sondern aus Liebe und Barmherzigkeit, ihr werdet wegen eurer unvergebenen Sünden leiden. Nutzt das Bußsakrament. Andernfalls werdet ihr die Schmerzen des Fegefeuers oder der Hölle erleben. Alle werden es sehen, ob es euch gefällt oder nicht. Das wird die größte Geste meiner Barmherzigkeit sein. Ich werde jedem die letzte Chance geben. Und in dieser Zeit wird jeder die Möglichkeit haben, sich von allen seinen Sünden zu befreien, indem er mit tiefer Reue und dem Wunsch, Gott nie wieder zu beleidigen, zum Sakrament der Versöhnung tritt, sein Verhalten verbessert, seine Gewohnheiten ändert, oder er wird seine Sünden ins Verderben ziehen, indem er sich weigert, sich mit mir durch den Priester zu treffen. Ich werde alles vergeben, aber ihr müsst Reue empfinden, ich werde eure Rückkehr zu meinem heiligsten Herzen akzeptieren, aber ihr müsst aus freiem Willen zu mir zurückkehren. Das Ausgießen des Heiligen Geistes wird nach der Warnung genauso stark und mächtig sein wie beim ersten Pfingstfest. Was passieren wird, wird so groß sein, dass es seit Anbeginn der Welt nichts Ähnliches gegeben hat. Dieses Ereignis wird euren Glauben stärken, euch helfen, euch mir zu nähern, und die Menschheit auf die Annahme der Botschaften des Evangeliums vorbereiten. Warum ein solches Ereignis? Weil ihr ohne Kenntnis eurer Sünden nicht verstehen werdet, wie sehr ihr mich und meine Vergebung braucht. Fürchtet euch nicht, meine Kinder. Diejenigen, die an Gott und meine allerheiligste Mutter glauben, die erkennen, dass dies von Gott kommt, werden geschützt sein. Denkt daran, dass diejenigen, die in meiner Gnade verharren, nichts zu fürchten haben, überhaupt nichts, meine Kinder. Betet den Rosenkranz, das ist sehr wichtig, betet den Rosenkranz der Barmherzigkeit, denn ich verbinde damit große Gnaden. Wenn ich heute Abend gekommen bin, um euch zu beschreiben, wie die Aufklärung des Gewissens aussehen wird, auch bekannt als Warnung, dann nicht, um euch zu erschrecken und euch den Frieden zu nehmen, nein, meine Kinder, nein. Ich bin gekommen, damit ihr euch durch Gebet, Anbetung und Sakramente vorbereiten könnt, um im Stand der Gnade zu bleiben, im aufrichtigen Gespräch mit mir, eurem Gott, um im heiligsten Herzen und unbefleckten Herzen meiner allerheiligsten Mutter vor jeder Gefahr geschützt zu bleiben. Bereitet euch vor, meine Kinder, denn eure Augen werden Ereignisse sehen, wie kein Auge sie je zuvor gesehen hat. Die Zeit ist sehr kurz. Fürchtet euch nicht, freut euch, bevor ich als Richter komme, werde ich als König der Barmherzigkeit kommen, für euch, meine Kinder des Lichts, meine kleine, freudige Handvoll, die ich so sehr liebe. Ich bin nahe, ich werde euch niemals verlassen, meine Geliebten. Seid wachsam, lasst euch nicht ablenken, mögen eure Fackeln brennen. Wenn das Kreuz am Himmel erscheint, wird es das Zeichen meiner Rückkehr in Herrlichkeit sein, denn ich werde mit ihm kommen, um meine glorreiche Herrschaft auf der Welt zu etablieren. Es wird Türen sein, die das Grab öffnen, in dem die Menschheit liegt, um sie in das Reich des göttlichen Willens zu führen. In der Botschaft vom 19. Februar 2011 sagte Jesus zu Sulema: Die Tage vergehen, und die Menschen wollen sich nicht auf die Reinigung ihrer Seelen vorbereiten. Sie leben weiterhin so, als ob nichts passieren würde, aber wahrlich, ich sage dir, mein Kind, der Tag der Aufklärung des Gewissens nähert sich mit großen Schritten. Er wird wie ein Dieb kommen. Genauso wie in den Tagen Noahs trinken, essen und feiern die Menschen weiterhin, nehmen mich nicht ernst, nehmen sich keine Zeit, um im Stand der Gnade zu sein, nehmen sich keine Zeit, um sich zu gürten, damit der Herr und ihr Gott sie mit gut erleuchteten Lampen und mit einem guten Vorrat an Glaubensöl finden können. Liebe Brüder und Schwestern, es ist sinnvoll, einige konkrete Schritte zu unternehmen, um sich angemessen auf diese Erfahrung vorzubereiten.
Überlege zunächst deine grundlegenden Werte und Überzeugungen, sowohl im persönlichen als auch im gesellschaftlichen Bereich. Analysiere dann deine bisherigen Einstellungen und Handlungen. Stimmen sie mit den Werten überein, die Jesus gepredigt hat? Gibt es Situationen, in denen du im Widerspruch zu den Geboten Gottes handelst? Das Gewissen zu erleuchten bedeutet, Verantwortung für die eigenen Einstellungen und Entscheidungen zu übernehmen. Überlege, ob es Bereiche gibt, in denen du dein Verhalten verbessern könntest. Es ist auch sinnvoll, sich in einen Dialog mit anderen Menschen über Werte, Ethik und Moral einzubringen. Eine gemeinsame Diskussion kann neue Einsichten liefern und dazu beitragen, verschiedene Perspektiven zu verstehen. Konzentriere dich dann darauf, die Sünden in deinem Leben zu identifizieren und verpflichte dich zur Verbesserung deines Verhaltens. Im Rahmen der Vorbereitung nutze das Bußsakrament, öffne dich dem Priester, beichte deine Sünden und zeige Bereitschaft zur Besserung. Dieses Sakrament ermöglicht die Reinigung der Seele und die Annahme der Gnade Gottes. Kehre von Herzen um und strebe nicht nur danach, Sünden zu bekennen, sondern auch zur Reue und zur Bereitschaft, dein Leben zu ändern. Intensiviere dein Gebet, entwickle eine intime Beziehung zu Gott und teile ihm deine Gedanken, Ängste, Freuden und Dankbarkeit mit. Vertiefe dein Wissen über den Glauben, indem du die Heilige Schrift studierst und die Lehren der Kirche erforschst. Handele als Missionar deines Glaubens, engagiere dich in der Seelsorge, teile die Freude des Glaubens mit anderen und übernehme Werke der Barmherzigkeit. Bereite dich auf die Erleuchtung deines Gewissens vor, indem du regelmäßig an der Eucharistie teilnimmst, die deinen Geist stärkt und dir ermöglicht, dich tiefer mit Gott zu verbinden. Bereite dein Herz darauf vor, den Willen Gottes anzunehmen, sei demütig und offen für das, was Gott für dich bereitet hat. Möge deine Vorbereitung auf die Aufklärung des Gewissens fruchtbar sein, tiefste Freude und inneren Frieden durch Umkehr, Nähe zu Gott und Ausrichtung deines Lebens nach den Grundsätzen des Glaubens bringen. Was denkt ihr über die Botschaft, die Zulema Gomez von Jesus über die Aufklärung des Gewissens erhalten hat? Ich würde gerne eure Gedanken zu dieser spirituellen Erfahrung erfahren. Hat euch der Inhalt der Botschaft berührt? Hat es euch dazu gebracht, über euer spirituelles Leben nachzudenken?